Auf der Pressekonferenz zum 10. Arbeitsmarktfrühstück in der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit Schwerin stand vor allem die Fachkräftesicherung im Mittelpunkt. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gehöre nicht mehr zu den Top-Prioritäten, verkündete Ministerpräsident Erwin Sellering. 2013 wurde die niedrigste Arbeitslosenzahl in MV seit der Wiedervereinigung erreicht. Der Landesregierung geht es nun darum, den bestehenden Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Das heißt, der wirtschaftliche Aufschwung muss letztendlich auch bei den Arbeitnehmern ankommen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist sehr gut in Mecklenburg-Vorpommern. Das wird nur weitergehen, wenn wir die Fachkräfte halten. Und man wird sie nur halten können mit attraktiven Bedingungen. Und dazu gehören gute Löhne. Wir haben das niedrigste Lohnniveau in ganz Deutschland. Und das muss nach und nach steigen. Wir haben da schon viele Schritte zu getan. Unter anderem haben wir hier im Land schon den Mindestlohn eingeführt. Demnächst wird es den auf Bundesebene gesetzlich geben. Und ich gehe davon aus, dass das dazu führt, dass Schritt für Schritt die Löhne so steigen, dass wir dann am Ende auch hier mithalten können. Denn das müssen wir, sonst gehen die jungen Menschen weg. Das Arbeitsmarktfrühstück ist eine gemeinsame Initiative der Arbeitsagentur und der Landesregierung. Unternehmer, Politiker und Experten tauschen sich dabei über die aktuellen Trends und Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt aus.